Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager. Ja, der Fußballmanager rockt richtig, finde ich zumindest. Wie das bei euch ist, weiß ich nicht so genau. Ich habe das Gefühl, so viel interessiert sich im Moment nicht dafür. Also es kommt zumindest keine Kommentare oder so, dass ich irgendwas verändern soll oder so dazu. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte halt gehofft, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mithelft, dass wir hier zumindest in der ersten Saison mit Fortuna Düsseldorf mal ordentlich was auf die Beine stellen. Scheint aber wohl nicht so großen Anklang zu finden. Und ja, da muss ich halt gucken, wie ich das halt alleine dann spiele. Also, hallo und herzlich willkommen, Utaldo. Du spielst heute hier herum. Ja, also es würde mich freuen, wenn wir ein bisschen mehr Beteiligung vielleicht hätten. Also, dass ihr mir hier Anregungen gebt, was ich vielleicht noch machen könnte und so weiter. Also, als ich konkrete Fragen gestellt hatte, seid ihr auch gut darauf eingegangen. Das fand ich gut. Also, zum Beispiel, wo ich gefragt hatte über den, wie heißt dieser Typ, der, mir fällt das Wort nicht ein, der Typ, der uns Geld gibt, Investor. Neue Dings, unverkäuflich. Natürlich sind die unverkäuflich, ja. Minimale Ablöse erhöhen. Eben warte doch hier sogar noch minimal auf Forderung erhöhen. Machen wir das mal so. Aha, okay. So, damit die ein bisschen teurer halt sind. Jens Lennecke, Marktwert. Ich würde eigentlich gerne nur... Naja, das werden die dann vielleicht nochmal wieder richten. Das war nicht so gut. Wacker Burghausen hat uns Interesse. Nee. Zufrieden mit der Arbeit. Präsident Martin teilt ihm persönlich Gespräch mit, dass er mit ihrer Arbeit außerordentlich zufrieden ist und dass sie einfach so weitermachen sollen. Alles klar, geht los. Also, Jugendspieler erreichen Ziele, Fanartikel, der Artikel ist sofort Merchandising verfügbar. Das heißt also, dass unsere Verkaufsangebote steigen. Ronny ist wieder fit. Hallöchen. Zusätzliches Budget. Ihr Kartenverkauf läuft besser als erwartet. Sie erhalten vom Vorstand zusätzliche 336.000 für ihr Reservebudget. Sehr gut. Stefan Klei sagt, dass er Eintracht Frankfurt gescoutet hat. Die wollen wir auch heute als Gegner haben. Corey Günther wechselt zum Fortuna Düsseldorf. Supi. Für 420.000. Okay. Da wollen wir mal gucken. Ich bin gerade ein bisschen... ich weiß nicht, ich habe irgendwas im Hals. Ich habe das Gefühl, einen Frosch im Hals zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das genau das Richtige ist. Sagt man dazu, wenn man so ein bisschen... schleibig sozusagen im Hals ist, dass man einen Frosch im Hals hat, oder sagt man dazu was anderes? So, was ist jetzt hier mit den verdammten Aktien? Habe ich jetzt hier irgendwie 4% Verlust, verdammt. Mir ist es wieder gefallen. Es müsste ungefähr da hinkommen, damit ich ein bisschen wieder Gewinn mache. Darauf warte ich eigentlich noch. Eine Ische habe ich bisher noch nicht gekriegt, wieso nicht? Kann es vielleicht sein, dass ich die Weiber alle Ische nenne? Ich weiß es nicht. So, also wir sind jetzt dabei, uns auf Frankfurt vorzubereiten. Das heißt, wir öffnen erstmal noch die Taktik. Ich habe ja das hier so hochgeschraubt eben, aber nicht weiter geguckt. Wir spielen unser übliches System. Das Fortuna-System, wie ich das genannt habe. Es ist natürlich nicht das klassische Fortuna-System. Ich weiß gar nicht, wie die eigentlich spielen. Wir sehen, die haben zwei Spieler hintereinander. Meier und Ozean. Ocean. Eigner spielt über rechts, der ist sehr gelb gefährdet, oder was heißt das? Inui, ja, oft. Komisch, Inui ist so schwach hier, nur eine 73. Inui, finde ich, ist ein sehr guter Spieler. Er ist noch relativ jung, hat viele Sternchens. Marktwert 5,3 Millionen, oh ja, der ist auf jeden Fall gar nicht schlecht. Ocean hat die meisten Tore bisher und negativ Kopfballpräzision, oder was soll das heißen? Mhm. Nur 74, aber positiv, Torriecher 76, ist gerade nur mal irgendwie ein paar höher. Komisch. Ich weiß es nicht, was das bedeutet. Das könntet ihr vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben. Ich denke, wir lassen das auch noch im Moment, dass wir direkt jemand drauf ansetzen. Weil wenn die beiden sich hier... Na, obwohl...
vielleicht, dass wir das so machen. Die beiden kümmern sich um die. Dann haben wir eigentlich eher hier so zwei Defensive hintereinander. Auf jeden Fall versuchen wir über die Mitte sozusagen zu verhindern und dann über außen müssen Digne und so das alles weglaufen. So, Digne sage ich auch schon. Ich möchte eigentlich da jemand anders stehen haben. Fink, Lamperts, ich würde Bellinghausen da gerne stehen haben, statt Digne. Und Digne, du wechselst mit Van den Berg. So hätte ich das gedacht. Frische ist nicht so extrem gut. Habe ich da letzte Folge schon was gewechselt? Kann das sein? Ist es schon ein paar Tage her? Oliver Fink, du bist nicht frisch. Das heißt, dich kann ich da im Moment nicht so gut gebrauchen. Das heißt, Bocek, Bellinghausen ist auch absolut nicht gut drauf. Wie ist denn Digne? Ja, auch nicht viel besser. Ja, wohl machen wir es so. Oliver Fink kommt auch noch wieder rein. Dann müssen wir im Spiel halt früher wechseln. Machen wir das so. So, 222, ja, das sieht okay aus. Mit wem muss ich hier noch reden? In dieser Woche keine weiteren Gespräche, okay. Habe ich irgendwas vergessen? Das Training wahrscheinlich. Nee, das ist hier auf Fitness und es kostet alles total Frische. Teamwork ist auf 50, Abwehr hier auf 4 von 5. Das heißt noch ein bisschen mehr und wir haben hier 5 von 5. Das ist gut. Und ich denke, nach dieser Woche müssen sich die Jungs auf jeden Fall ein wenig erholen. Deswegen machen wir jetzt hier einmal den Textmodus. Und Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Frankfurt. 5. gegen 10. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen. Aber die sind schon von dem Team her stärker als wir. Wir verlieren das heute auf jeden Fall nicht. So. Yo. Da geht's los. Anpfiff, erste Halbzeit. So, dann wollen wir mal gucken, dass hier auch ordentlich gespielt wird, Freunde. Eintracht Frankfurt spielt hier mit Abseitsfalle. Okay, da müssen wir aufpassen. Hier eine Möglichkeit für Eintracht Frankfurt. Die erste Ecke holen die Frankfurter heraus. Jens Lannecke köpft die Kugel aber gleich wieder aus der Gefahrenzone. Sehr gut. Okay. Na, was passiert hier? 15, 16 Minuten sind gespielt, aber bisher noch nichts. Beide Mannschaften bekleckern sich bisher nicht gerade mit Ruhm und Ehre. Oh, das klingt gar nicht gut. Konzentration, sage ich einfach mal. Jens Lannecke rettet in höchster Not gegen Oliver Ocean. Der bisher unauffällige Kanadier hätte sonst freie Bahn gehabt. Sehr gut. Top. Weiter so. Komm, go, go, go. Oh nein, jetzt kommt auch noch ein Angriff von Frankfurt. Und ich sehe schon, er scheppert gleich im Tor. Stefan Aigner mit einer tollen Einzelleistung. Zunächst setzt er sich gegen Malizas durch. Wunderbar durch den. Dann überwindet er Fabian Giefer mit einem trockenen Schuss aus 14 Metern. Da steht es 0:1 für die Jungs aus Frankfurt. Eieieiei. Und ich sage auch noch, wir verlieren heute nicht. Ecke von rechts. Schwegler. Ein schwer zu dehnender Ball für Alexander Meyer. Auf Umwegen kommt die Ecke schließlich doch zu ihnen, aber er ist zu überrascht und kann seinen Schuss nicht richtig platzieren. Diese geht etwa 2 Meter am Tor vorbei. Oh je, Jungs. Einen eigentlich harmlosen Steilpass von Alexander Bellinghausen macht der SGE-Verteidiger Sebastian Jung zu einer Vorlage für André Voronin. Der Angreifer zieht Volley ab und scheitert am gut stehenden Kevin Trapp. Nach einem Ballgewinn von Oliver Fink im Mittelfeld geht es bei Fortuna Düsseldorf schnell. Stefan Reisinger macht in aussichtsreicher Position aber einen Haken zu viel. Sein Schuss wird abgeblockt. Oh je, Jungs, kommt, go, 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 go. Das Spiel wird pünktlich beendet. Und wir gehen erstmal in die Halbzeitpause. Wir sehen, unsere Jungs sind furchtbar, furchtbar. Wir sind angeschlagen, aber nicht K.O., genau. Genau, das sage ich Ihnen. Und jetzt erstmal motivieren wir unseren Sturm. Die müssen definitiv was zulegen. Wen soll ich noch motivieren? Eigentlich hier. Und jetzt ein bisschen Frische reinmassieren. Mal gucken, ob es jetzt in diesem Textmodus geht. Ach, tada, es geht. Das ist ja irgendwie ein totaler Mist, dass das so buggy ist. Aber naja, da können wir nichts bei machen. Stimmung 19 von 20, das ist super. Mit Lavendelöl.
Wir probieren es erstmal so weiter und dann muss ich gleich noch gucken, ob wir irgendwas aufstellungstaktisch mäßig noch verändern. Schon wieder eine Chance für die Frankfurter. Sieht schlecht aus. Ein Pass von Oliver Ocean durch die Beine von Oliver Fink findet Alexander Meyer im Strafraum. Dieser fackelt nicht lange und schießt aus 13 Meter trocken rechts unten ins Eck ab. 2:0. Oh, hell. Das gibt's nicht. Das wird ganz schlechte Folgen für unser Team haben. Aufstellung. Jetzt muss ich da was ändern. Also. Nando Raphael. Dani Schein. Nando Raphael. Dani Schein. Dani Schein für Reisinger. Robby Kruse. Bekleckert sich auch nicht gerade mit Ruhm. Dorit Schaar könnten wir da hinpacken. Machen wir das mal. Und Ken. Das ist so meine Auswechslung. Eigentlich habe ich dann sozusagen nur im Sturm gewechselt, was ein bisschen schade ist. Nach 57 Minuten schon. Die Taktik mal öffnen. Sturmtank haben wir keinen. Lamperts ist Spielmacher. Wir passen mal ein bisschen jetzt ein bisschen länger. Wir so mit Konter, genau. Abwehrreihe steht weit hinten. Das ist schade. Wir machen überall Druck. Also fast überall. Vielleicht soll ich erstmal das hier wieder abnehmen. Die haben auch nichts gemacht. Eigner, wohl. Ich bin unsicher. Ich bin unsicher. Ich weiß nicht genau, ob wir das hier gebacken kriegen. Wir haben unsere komplette rechte Seite sozusagen jetzt weggewechselt. Ob wir das noch aufholen können? Ich weiß es nicht. Es wäre aber schön. So, da sind die Auswechslungen vorbei. Und wieder eine Möglichkeit für Frankfurt. Pflückt aber die Flanke von Sebastian Jung sicher herunter. Einen größeren Schaden entstehen hätte können. Alexander Meyer stand bereit zum Einköpfen. Heute verkompliziert sich die Situation für Fortuna Düsseldorf mal wieder durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft. Ach was. Und jetzt eine Chance. Kommt, go, 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 go. Schieß das Ding. Kevin Trapp fängt einen Flachschuss von Ken Ilzo aus 22 Meter halblinker Position. Das war die gute Chance? Na denn. Spielerwechsel. Und wieder eine Chance für Frankfurt. Eine Flanke von Sebastian Jung wird abgefälscht und zu einer echten Herausforderung für Fabian Giefer. Diese meistert er aber sehr gut. Ecke von rechts, Pirmin Schwegler. Die Ecke von Pirmin Schwegler, Jens Lenneke ist klärt zunächst, dann gewinnt Andreas Lamperts einen Zweikampf gegen Oliver Ocean und befördert den Ball vor den Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Alexander Meyer, der ihn annimmt und dann entschlossen abzieht. Takashi Inui steht in der Schussbahn und fällt den Ball mit der Hacke ab. Fabian Giefer ist chancenlos, aber der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei. So, wir müssen jetzt alles reinschmeißen. Voller Angriff. Dani Schein fasst sich ein Herz und hält von halb rechts drauf. Ecke, Kevin Trapp hatte gut aufgepasst. Ecke von rechts, Malezas. Dani Schein versucht sich dagegen, Bastian Otschipka mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Und es gibt folgerichtig Freischuss für Eintracht Frankfurt. Demidov für Sebastian Jung. Da wird bei Frankfurt gewechselt und es sieht nicht gut aus, Freunde. Es sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das geht so nicht. So, wahrscheinlich hat er mich schon komplett im Auge. Takashi Inui, flank von links. So. Heike Butscher kann im letzten Moment eine gefährliche Hereingabe von Dani Schein klären. Also heute klappt wohl nichts. Mach nochmal voller Angriff. Ist schon genervt, weil ich rufe. Schiedsrichter bisher mit tadelloser Leistung. Er hat das Spiel wirklich gut im Griff. Die haben jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, komplett alles reinzuschmeißen. Dani Schein legt den Ball nach links raus. Lukas Digne flankt scharf in den Strafraum, aber Kevin Trapp lenkt das Leder zur Ecke. Das heißt, es müsste jetzt eine Ecke geben. Malezas, die zweite für uns. Zu Lanneke, der den Ball platziert in die Ecke. Linke Ecke köpft. Tor! 1:2. Da sind wir wieder. Noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten, genau. Da sagt es auch das Spiel. Können wir hier noch einen Unentschieden rausholen?
Wir dürfen nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren, Freunde. Nachdem Ken Uelzel sich anscheinend verletzt hat, zeigt sich Rode als fairer Sportsmann im Spiel den Ball ins Aus, um eine Behandlung zu ermöglichen. Aber bei Ken ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Wieder eine Chance für Frankfurt jetzt. Alexander spielt in die Spitze, aber die Abwehr von Fortuna Düsseldorf hat aufgepasst und stellt da gleich drei Frankfurter ins Abseits. Super, jetzt go, 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 go. Go! Ich sehe es doch. Oliver Fink legt am Strafraumgrenze für Dani Schein auf. Doch der eingewechselte Stürmer verzieht den Flachschuss aus 18 Metern und befördert den Ball neben das von Kevin Trapp gehütete Gehäuse. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr viel zu verlieren. Wir müssen die Abwehrreihe auch weiter nach vorne stellen. Das hätte ich vielleicht eher machen sollen. 60 Sekunden werden nachgespielt. Ich habe keine Möglichkeiten mehr. Und es wird Schluss. Es kommt ein Schlusspfiff. Verdammt. Ah, Fortuna Düsseldorf ist zu spät aufgewacht. Ja. Da haben wir verloren. Ich hätte gedacht, dass wir hier noch mehr rausholen können. Das nagt an unserem Ergebnis. Wir sind weiterhin auf dem 5. Platz. Frankfurt ist damit 2 Plätze aufgestiegen. Sehr alt werde ich als Cheftrainer sicher nicht, wenn ich weiter solche Spiele erlebe. Wir haben zwar konsequent nach vorne gespielt, aber hinten viele Fehler gemacht. Das zeigt, dass wir in diesen Stellen noch zu arbeiten haben. Okay, also die Verteidigung. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Und das hat sich natürlich negativ auf unsere Spiele ausgewirkt. So, neuer Gegenstand und Hintergrund verfügbar. Sushi. Popicu lädt ein. Okay. Wahrscheinlich ist die Stimmung im Team sowieso schon mega im Keller. Oh, es geht eigentlich. Okay. Okay, okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen. Wir können mal schauen. In der nächsten Folge werden wir uns wohl auf das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg vorbereiten und dann natürlich auch damit ein bisschen Druck reinhauen. Ich weiß noch nicht, ob das ein 3D-Spiel wird oder nicht. Mal gucken. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.